Lohne. Die erste Windkraftanlage in Krimpenfort wird nächste Woche montiert. Die Fundamentbauarbeiten sind abgeschlossen. Insgesamt werden 3 Windräder entstehen. Bisher liegt die Maßnahme im Zeitplan, so Geschäftsführer Martin Laudenbach. Neunkirchenförden. Die Biesterjägerin Judith Siefke übernimmt Verantwortung. 2 Jahre nach der Jagdprüfung gehört sie zum Vorstand des Hegerings Neunkirchen und kümmert sich nun verantwortlich um Hege- und Pflegeprojekte. Borgward meets Borgward. Genauer gesagt, die Designertaschen von Petra Borgward und die Borgward Isabella Coupé von Josef Ellers aus Vechta. Diese stammt aus dem Baujahr 1960 und schafft 120 Stundenkilometer. Nun geht es mit allem Mann rüber zum Landschaftspark Meierhof in Mühlen. Dort gibt es ein Shooting mit den Fotografinnen von Libelle Fotografie aus Lohne. Außerdem folgt ein Interview im Hause Kreuzritter, das die Promenadenreporterin Sandra Ischen-Langen führt. Die Fotos und den Artikel findet ihr in der neuen Ausgabe der Promenade am 27. Mai 2017. Am Samstag gibt es beim Hartensbergsee in Goldenstedt einen Oldtimer-Treff. Es werden fast 60 Fahrzeuge und über 100 Besucher erwartet. Um 12 Uhr starten die Fahrer zu einer Ausfahrt rund um Goldenstedt, Wildeshausen und Dödlingen. Und am Sonntag öffnet die Schwägermühle in Dinklage zum Deutschen Mühlentag. Die Führungen in der Mühle beginnen um 11 Uhr, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.